Jede deiner Entscheidungen in diesem Spiel beeinflusst das Schicksal des Charakters. Der Verlauf der Geschichte kann sich aufgrund deiner Antworten ändern. Dieses Spiel behandelt Themen wie Angst, Tod, Einsamkeit und Depression. Besuche stay-game.com/help, um Informationen zum Thema seelische Gesundheit sowie Unterstützung zu erhalten. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Stay. Ja, ein Pixel-Art-Spiel, in dem, ihr habt es sicherlich gehört, um Tod, Einsamkeit, Depressionen und Angst geht. Und das ist Quinn, unser Hauptcharakter. Der ist auf einmal entführt worden oder wacht hier von meinem Computer auf in einem Chatroom, in dem wir drinnen sind. Das heißt, wir müssen mit ihm reden und müssen ihm so ein bisschen, ja, was soll ich sagen, ein bisschen Vertrauen bringen. Ja, deswegen schreiben wir immer, dass wir da sind. Er ist nicht alleine, er freut sich sicherlich auch. Und das Besondere an dem Spiel ist, dass jede Zeit, die hier läuft, Echtzeit ist. Das heißt, ihr seht hier 1,47, die Zeit läuft wirklich weiter, wie lange wir schon im Spiel sind. Und es ist mitentscheidend, wie lange wir mit ihm reden. Denn wenn wir mit ihm nicht reden, haben wir das Problem, dass er Vertrauen verliert in uns. Und jetzt mal hier. Ich kann kaum glauben, dass dieses Stück Schrott funktioniert. Wer auch immer da ist, bitte sagt mir einfach, was hier vorgeht. Was zum Teufel geschieht hier? Wer bist du? Du musst dich beruhigen und mir sagen, wer du bist. Ja. Ich könnte dich dasselbe fragen. Dann mach's doch. Ich bin niemand. Das ist ein Missverständnis. Gesundheit. Ich sollte hier nicht sein. Ich bin nur ein ganz normaler Typ, dessen Leben den Bach heruntergegangen ist. Und den Bach herunter? Was meinst du damit? Dein Leben ist den Bach heruntergegangen. Wir sehen hier, wie die emotionale Bindung ist. Wir sind noch Fremde, ist ganz klar. Vertrauensstufe natürlich noch niedrig, das macht Sinn. Er ist ein bisschen melancholisch, ein bisschen cholerisch. Vor allen Dingen phlegmatisch und ein bisschen sanguinisch. Und er ist verärgert. Okay. Mach einfach das Licht an und dem hier ein Ende. Ich verspreche, dass ich nicht zur Polizei gehen werde. Es ist mir sogar egal, wer du bist. Lass mich einfach gehen oder lass mich auf irgendeine Müllkippe zurück. Was willst du von mir? Ganz im Ernst. Und zum letzten Mal. Was immer auch mit dir geschieht. Ich habe nichts damit zu tun. Dann sprich der Wahrheit. Okay, wir haben uns diesen Weg entschieden. Okay, okay. Tut mir leid, dass ich gleich so hochgegangen bin. Ist nachvollziehbar. Da kann ich Quinn keinen Vorwurf machen, oder? Aber er glaubt mir. Lass mich nur kurz nachdenken. Ja, mach das. Oh Mann. Ist total verwirrend. In einem Augenblick liege ich in meinem Bett und versuche ein wenig zu schlafen und im anderen, bam, da haut mir irgendjemand auf den Schädel. Und ich wache an einem seltsamen, zappendusteren Ort auf. Und alles, was es hier gibt, ist ein Computer und der offene Chat mit einem Fremden, der genauso wenig weiß wie ich. Was für ein verdammter Albtraum. Ich will mich kneifen und einfach nur aufwachen. Ich will nicht sagen, ich kann nachvollziehen, wie du dich fühlst, weil das stimmt nicht, das wäre gelogen.
Hölle verdammt, das ist kein Traum. Willst du, dass ich dir Hilfe schicke? Soll ich 110 anrufen? Ich weiß ja nicht mal wohin. Er fühlt sich verloren. Es wäre hilfreich, wenn ich wüsste, wo ich mich befinde. Aber ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Als ich im Zimmer 101 aufgewacht bin, hatte ich null Zeitgefühl mehr. Noch keine Ahnung, was in der Zwischenzeit passiert ist. Kein Handy, keine Schuhe, kein nichts. Mehr konnte ich bislang nicht überprüfen. Ich weiß, das ist eine seltsame Situation. Aber sie ist real. Und ich brauche wirklich deine Hilfe. Durchsuche den Raum, würde ich sagen. Keine Zeit zu verlieren. Durchsuche den Raum. Meine Augen müssen sich immer noch an die Dunkelheit gewöhnen. Na, so dunkel kann es nicht sein. Du hast ein bisschen Licht durch deinen Bildschirm. Ich bin benommen und ich habe hämmernde Schmerzen im Kopf. Warte einen Moment. Während ich auf eine kleine Erkundungstour gehe. Mach das, Quinn. Ich werde nicht weggehen. Ja, das ist Quinn. Wir müssen ihm irgendwie versuchen, ein bisschen runterzubringen und sein Vertrauen zu erreichen. Weil wir immer noch Fremde sind. Man sieht's hier. Und mal schauen, was wir erreichen können. Er ist auf jeden Fall wieder da. Hast du irgendwas Brauchbares gefunden? Kommt auf an, wie du brauchbar definierst. Naja, nützlich. Hilfreich. Das ist ein antiquierter Heizkörper. Funktioniert aber nicht. Gott sei Dank, denn hier drin ist sowieso schon unerträglich heiß. Siehst du, musst du es positiv sehen, Quinn. Nicht zu negativ an die Sache rangehen. Ich habe die Mauern in meiner Reichweite ein bisschen untersucht. Und bei einer gespürt, dass die Farbe abblättert. Und auf der anderen so eine Art Tapete mit Maserung. Und ich bin über nichts gestolpert. Das heißt, der Boden ist schon mal leer. Ist das brauchbar? Was war das? Was zum Henker passiert hier? Du klingst, als hättest du etwas Sonderbares gesehen. Das mit dem Interesse wäre ein bisschen fies gewesen, glaube ich. So ein bisschen echte Sympathie für ihn hegen und zeigen wäre besser, oder? Ich fühle mich wie in einem beschissenen Horrorfilm. Da ist irgend so ein flackerndes Licht an der gegenüberliegenden Wand. Kam einfach aus dem Nichts. Lass mich schnell nachsehen. Ich bin gleich wieder da. Mach das, Quinn. Wir werden nicht wegrennen. Und wir sehen sogar, was du machst. Eine Lampe. Okay, was ist jetzt? Ein Puzzle. Denn es geht hier auch, dass wir Puzzle lösen müssen. Man sieht es rechts oben. Puzzlezeichen. Ah, okay, ich muss sie drehen, um die beiden zusammenzuführen, damit wir hier eben konstantes Licht haben. Jawohl. Eher ein Geschenk, Quinn. Ich helfe dir doch gerne. Eine Tür. Ist gut zu wissen. Und ein Glühwürmchen hat sich auch hier drin verirrt. So, Quinn, berichte uns mal. Pragmatiker. 100% der Spieler, einschließlich dir, sind so sachlich, dass sie diesen Sachverhalt am liebsten sofort den Behörden melden würden.
Ist gut zu wissen. User-Statistik spricht also für den Notruf. Interessant, dass keiner fragt, kann ich helfen? Er sagt, dass er nicht helfen kann. Aber okay. Kapitel 1 sind wir ganz gut. Kapitel 2. Klustrum. Okay, mal schauen. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Immer noch. Bin ja nicht weggegangen. Ich bin gerade zurück von der Untersuchung dieser merkwürdigen Lichter. Nach einem kurzen Kampf mit einer Neonröhre, den ich quasi gelöst habe, oder erfolgreich beschritten habe, möchte ich nur mal sagen, freue ich mich, mitteilen zu dürfen, dass wir die Dunkelheit besiegt haben. Jetzt, ich finde das schön gemacht mit dem Chat hier. Und mit dem Licht kam ein einsames Glühwürmchen. Unser Weg wird leichter, wenn wir es zulassen, dass unser Leben mit Schönheit und Anmut erfüllt wird. Leidenschaft, Führung, Selbsterleuchtung, Freiheit. Einige hilfreiche Entdeckungen. Okay. Beispielsweise eine abgesperrte Holztür. Sie sieht schwach aus und ist verkohlt an den Seiten. Und ich frage mich immer noch, ob sie abgeschlossen ist, um mich hier drin zu halten. Oder jemand draußen. Ich würde sagen, wir lassen ihn erstmal durchs Schlüsselloch schauen. Ich würde vorschlagen, du guckst durch das Schlüsselloch. Was sich auf der anderen Seite der Tür befindet. Ich finde dieses Design sehr schön. Ich finde es interessant, dass er seine Fehler wieder verbessert. Aber keiner würde so ruhig bleiben. In so einer Situation. Das würde anders klingen, finde ich. Wer durch Schlüssellöcher blickt, muss auf gelegentliche Piekser ins Auge gefasst sein. Das habe ich gewöhnlich denen gesagt, die den Voyeurismus frönten. Habe ich wohl vergessen, dir zu sagen. Aber ich bin ein Therapeut, frisch gebackener Atheist und Konsument starker Schmerzmittel. Okay, also jetzt fehlt mir ein bisschen was über dich heraus. Das ganze Programm, wenn du mich verstehst. Der berufliche Teil liegt gerade auf Halde wegen einiger Probleme. Alte Gewohnheiten lassen sich nur schwer überwinden. Höre also nicht auf meinen Unsinn. Aber nichtsdestotrotz nehme ich deinen Rat an. Weil er nützlich ist, natürlich. Das werden wir sehen. Aber schön, dass das Glühmühlchen ihn verfolgt. Er hat einen Freund gewonnen. Wisst ihr, wir sind nicht mehr alleine. Was siehst du? Lass uns auch was sehen. Kein Piekser ins Auge. Ich habe mal Glück gehabt, was das angeht. Ich glaube, mein Verstand spielt mir bereits einen Streich. Aber das Fazit ist, dass ich einen Scheiß von dem sehen kann, was sich auf der anderen Seite der Tür befindet. Was soll ich jetzt tun? Jetzt haben wir versucht, sie aufzumachen, oder? Gib nicht so schnell auf. Du musst sie aus dem Weg räumen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ja, finde ich am besten, oder? Was wäre hier? Vergiss die Tür. Wir sollten unser Glück nicht herausfordern. Na, ich finde eher, dass er sie kaputt machen sollte. Versuch es. Quinn. Bisschen melancholisch, bisschen cholerisch, okay. Ich habe das seltsame Gefühl, dass das hier nicht gut für mich enden wird. Gib nicht auf, Quinn. Wir versuchen doch, dir zu helfen. Ich stoße zu wie ein 100 Jahre alter Maulesel. Oder vielleicht glaubst du einfach mehr an mich als ich selbst. Glaubst du, dass ich die Macht in mir erwecken kann? Und die Türe mit meinem Kopf aus dem Weg räume? Wieso mit dem Kopf? Dann auf zu Runde 2. Warum mit dem Kopf? Leg los. Ich habe nichts von Kopf gesagt, das hat er gesagt. Wie wär's mit dem Stuhl einfach dagegen rasen? Du hast doch Möglichkeiten. Na. Okay. Das ist drastisch. Ja. Wir waren die ganze Zeit bei ihm. Aber wir haben leider Quinn getötet. Das muss eine sehr schwere Tür gewesen sein. Ich hoffe, ihr findet das Spiel genauso interessant wie ich. Und hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal dabei. Wenn wir neuen starten, weil wir werden jetzt hier nicht zurückgehen. Das ist ja langweilig. Wir fangen neu an und werden mal schauen, wie wir uns dann schlagen. Bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und
Ciao, Leute.